Und heute im Brookhaven Roleplay werde ich zusammen mit der Izzy, logischerweise, die hier auch steht, hallo. Woo! Hi! Böse Kinder babysitten, beziehungsweise erstmal generell babysitten. Ich krieg gleich alles beigebracht, was ich missen muss, hier in der Kita. Und dann würde ich sagen, let's go! Let's go! So, alles klar. Heute ist nämlich der Workshop hier in der Kita, wo einem alles beigebracht wird, was man missen muss, um Kinder zu babysitten. Und jetzt mein Traum. Jetzt halt doch mal dein doofes Mundwerk! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zu schreien! Ich habe nämlich einen Traum, okay? Mein Traum ist es, für eine reiche Familie ihre Kinder zu sitten und sehr viel Geld zu verdienen und dann ein großes Haus zu kaufen. Und ich denke, ich bin hier auf einem guten Weg und hallo! So, jetzt bleib doch mal hier drin liegen. Ich will nicht mehr, dass du dieses ganze Geschrei hör hier. Nee, keine Lust mehr. Was, ha? Okay, hi, ich bin für den Workshop hier. Oh, bitte sag hier nicht, dass du hier ein Baby abgeben willst. Nein, 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 ich bin für den Workshop hier. Ich will lernen, auf Babys aufzupassen. Ich kann die Bäger nicht mehr hören. Ja, Babys, ja, da kann ich dir alles beibringen. Also, hier, hör mal zu, genau. Okay. Wenn die schreien, dann pack sie einfach hier ins Bett, ja? Einfach ins Bett. Einfach ins Bett. Funktioniert das nur bis zu einem gewissen Alter oder geht das für immer? Ja, das geht für immer, alles klar. Meine Schicht wechselt jetzt, ich bin dann mal weg. Ciao. Kollegin kommt gleich. Kollegin kommt gleich, verstehe. Okay, dann gucke ich mir hier erstmal alles an. Okay, also Kinder brauchen scheinbar Spielzeuge, die irgendwo rumliegen. Das kann nicht so schwer sein. Du, ach, du bist ganz lieb, hä? Ab in die Krippe mit denen, wenn die müde sind. Oh, stimmt, ich muss darauf achten, dass ich die immer an so einen Stuhl setze, damit die ordentlich essen. Ich meine, das kann nicht so schwer sein, oder? Kinder sind eigentlich voll lieb. Alles, was die wollen, ist spielen und schlafen und vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen. Ja, ich habe dich gleich mitgenommen. Alles gut, kleiner Timmy. Oh, hier so, ist jemand. Dann mal gucken, dass wir dich noch reinlegen. Erstmal hier. Oh, hallo. Zack, zapp einmal. Oh, hi. Hi, wer bist du denn? Hi, ich bin hier für den Workshop, um zu lernen, wie man richtig babysittet. Oh ja, das kann ich dir so gut beibringen. Weißt du, meine Kollegin, die ist wirklich schrecklich. Ich bin Erzieherin natürlich. Oh, okay. Aber, ja, Timmy, komm, leg dich mal rein, mein Süßer. Ja, alles gut, mein kleiner Putschibu. So, alles klar. Also, was möchtest du wissen? Okay, erstmal super beruhigt, dass du Spaß scheinbar hast in deinem Job, weil deine Kollegin, die wirkt ein bisschen frustriert. Ach ja, das kommt vor. Keine Ahnung, also ich habe vor, für eine reiche Familie zu babysitten und ich bin mir nicht ganz sicher, mit was man so vertraut sein soll. Deswegen habe ich mir gedacht, ich frage mal nach oder ich gehe zu dem Workshop hier. Der war ja auch groß ausgeschrieben in der Stadt. Aha, aha, okay, alles klar, du bist für den Workshop hier. Ja, genau. Dann komm mal mit drauf. Schnapp dir mal ein Baby hier aus der Krippe. Ich schnapp ein Baby, okay. Nimm dir einfach mal eins mit. Ich zeig dir alles, was du zu machen hast. So, okay, ich habe hier ein Baby. Wunderbar, ich habe auch eins mit dabei. Dann komm mal mit hoch hier. Okay. Also, das erste Wichtige ist, Babys müssen immer gut gefüttert werden, okay? Immer gefüttert, okay, verstehe. Genau. Also, schreibe ich mir auf. Hier, möchtest du einmal die Milchflasche hier nehmen? Kann ich dir die einmal geben? Klar. Genau, also du musst das Baby immer gut füttern. Gib ihm mal Milch hier. Okay, ich gebe ihm Milch. Hier. Genau, sehr so? Gut. Oh ja. Und dann müssen sie ein Bäuerchen machen. Dafür springst du einfach mal ein paar Mal gegen die Decke. Okay. Dann einmal hoch, hoch, hoch und genau. Achte darauf, dass der Kopf auch angestoßen wird. Oh, sehr gut, sehr okay, verstehe. Genau, ja. Ich dachte immer, man muss den auf den Rücken klopfen, aber das ist schon mal Quatsch. Dann musst du mit dem Baby spielen. Hier wäre zum Beispiel ein Spielzeug. Das ist für Babys gar nicht geeignet, okay? Oh, ich zeig okay dir mal, was viel besser geeignet ist für Babys. Aha, aha. Dieses Spielzeug hier, das ist viel besser für Babys geeignet. Oh. Denn da lernen sie auch viel für die richtige Welt. Ja, das ist super praktisch. Ich wollte sie eigentlich nur in die Hand geben. Irgendwie bin ich jetzt gerade auf die, den Ablöser. Okay. Aber das ist sicher auch schön für die, weil aber das da habe ich dir gerade ins Gesicht geschossen? Nein, nein, nur ein bisschen an den Haaren vorbei. Ach so, das Ohr so ein bisschen mit abgefetzt. Ich komme aus einer schwierigen Nachbarschaft, ich kenne es nicht anders. Ah. Das ist ganz normal. Ja, da komme ich auch her. Da kommst du auch her, sehr süß. Yeah, sehr, sehr lustig. Vielleicht sind wir ja sogar verwandt. Alles klar, dann wünsche ich dir noch viel Glück mit deinem Baby. Du hast jetzt eigentlich alles gelernt, was du wissen solltest. Und ich glaube, du bist ein Naturtalent. Okay, super, danke. Dann hüpfe ich hier gerade auch mal einmal mit runter. Dann einmal hier, ab in die Krippe mit dir, zack. Und Dankeschön. Okay, ich denke, das lief gut. Dann gucke ich mal. Ich weiß gar nicht, wo man so einen Job findet. Vielleicht schreibe ich in der Schule aus und hänge aus so ein paar, keine Ahnung, Plakate. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann wird sich schon jemand bei mir melden. So, hier bei den Spinden. Zack, zack, zack. Dann kann ich hier was aufhängen. Oh, wahrscheinlich bei den weiblichen auch. Oh, warte, warte, im Direktor ist auf. Da kann ich was aufhängen. So, dann einmal hier was an die Wand. Und dann lege ich ihr was auf den Tisch, auf ihren Stapel. Zack. Und dann hier bei den Spenden, hier auch noch, so. Und dann war es das auch schon. Und ich würde sagen, jetzt meldet sich bestimmt gleich jemand bei mir. Ring! Hallo? Ring! Hallo! Oh, hallo! Wer ist denn da?
Ja, hallo, ist denn da jemand? Hallo, ja, wer spricht da? Hi. Hi! Ja, ich rufe an. Ich wohne gegenüber und ich habe den Aushang gesehen. Ach, den Aushang, das ist ja toll. Den hast du gesehen? Ja, mein Butler. Ich wollte fragen, ob du möglicherweise bei uns babysitten könntest. Absolut, absolut, gerne. Ah, gegenüber, meine ja? Tochter, ist das so eine Süße. Oh, ihr werdet euch so gut verstehen. Oh, das klingt ja wirklich toll. Direkt gegenüber, ja? Aha, ja, okay. Okay, dann komme ich direkt Haus. Einfach kurz vorbei und schau mir alles an. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ich wusste gar nicht, dass da jemand eingezogen ist. Mensch, das ist ja ein Riesenhaus. Oh mein Gott, vielleicht werden meine Pläne wirklich tatsächlich mal was. Okay, das ist ein großes Haus. Ich klingel mal. Hallo. Ach, da ist schon jemand. Oh, der hat sogar voll Geld in der Hand. Hallo. Hi, komm doch rein. Ich war gerade dabei, mein Geld im Safe zu verstauen. So. Also, was kann ich denn für dich? Ach so, ich bin hier zum Babysitten, genau. Ja, stimmt, ich habe mich ja angerufen. Oh Mann, ich weiß nicht, wo meine Gedanken sind. Also, ja, meine Tochter ist in der Kita. Ja, hier ist schon mal dein Geld. Kriege ich jetzt schon Geld? Ah ja, es ist nur ein Teil von dir, was du kriegst. Also, oh, danke schön. Ich habe noch viel mehr. Also, oh, wow, danke. Genau, dann hol sie mal aus der Kita ab und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Passt bitte auf, dass das Haus nicht aus dir abgefackelt wird, ja? Okay, alles klar. Okay, ja, komm, das sollte nicht so schwer sein, wenn die Tochter so eine Liebe ist. Alles klar, dann viel Spaß beim Geld umräumen, schätze ich mal. Ah, da ist ja auch schon meine Limousine. Wunderbar, danke, tschüss. Okay, krass. Hey, was ist denn das hier für ein gigantisches Haus? Was ist... Oh mein Gott, die Garage hat Regale. Hä? Seit wann das denn? Hier geht's sogar noch hoch. Hier ist ein Haufen... Okay, warte, ich sollte mir nicht so viel Aros angucken. Ich muss das Kind abholen. Okay, ab in die Kita. Da soll die Kleine sein. Dann ist die bestimmt auch noch richtig freundlich. Wenn die in der Kita sind... Ich sag, Kita-Alter ist noch ein liebesfriedliches Alter. Da können Kinder noch nicht wirklich verzogen sein. Da machen die im Prinzip auch noch, was man ihnen sagt. Und die sind auch viel müde. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Hallo? Ist sie... Oh, sie hat mir gar nicht den Namen gesagt. Sie hat keinen Namen gesagt. Ich suche einfach nach einem kleinen Mädchen. Hallo? Ist hier jemand? Ist irgendjemand da? Oh, da höre ich jemanden. Hi! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Hi! Du bist sicher die Tochter? Ja, trau dich nur hier durch. Komm schon. Ich trau mich irgendwie nicht hier durch. Ich hab ein bisschen Angst, dass ich hier... Gesichert! Oh mein Gott! Bam, 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 bam. Yeah! Diese blöden Erster-Dinger. Wow, wie nice, Alter. Leg ich mir den anderen. Mist, keine Muni mehr. Oh, Mann. Hi. Ich soll dich abholen. Yeah. Deine Mama hat mich geschickt als neue Babysitterin. Ja, ich weiß. Sie schickt ständig irgendjemanden, aber das läuft nicht wirklich. An deiner Stelle würde ich einfach gleich gehen, ja? Klar. Okay, das Baby werfe ich jetzt erstmal in den Pool. Oh mein Gott, was? Nein, du wirfst doch nicht das Baby in den Pool. Oh mein Gott, was? Und rein mit halt, stopp! Oh mein Gott, komm sofort raus mit dem Baby. Alter, Baby schwimmt oben. Was hast du eigentlich für ein Problem? Komm erstmal mit, okay? Ich bring dich nach Hause und dann... Nein, bleib einfach mal hier. Hör, was? Nach Hause? Ich bin doch gerade in der Kita. Ich spiele gerade so schön. Was willst du von mir? Ich soll dich abholen. Okay, wir können in der Kita bleiben für einen Moment. Das stört mich nicht. Was möchtest du denn spielen? Ich würde gerne irgendwas anzünden. Können wir was anzünden? Ich glaube, was anzünden ist nicht so Ja, gut. Lass die Kamine anzünden bei fremden Leuten und dann brennt dein Haus ab. Was? Nein, lass uns das nicht machen. Das ist so super. Oh mein Gott, von wegen, liebes Mädchen. Ganz ruhig. Das ist doch Quatsch. Ich bin viel schneller als du. Okay, habe ich meine Tür abgeschlossen? Und ich meine den Tür Kamin anmachen. Halt, stopp. Ja, was? Okay. Was willst du von mir? Wir gehen jetzt sofort rüber in dein Haus, okay? Okay, dann mache ich da den Kamin an. Oh ja, ich brenne das Haus wieder ab. Das wird so lustig. Was ist wieder? Oh mein Gott. Das wird hier voll stressig. Oh, Mama wird sie feuern. Das okay, wird super. Okay, lass uns dir erstmal... Hast du vielleicht Hunger? Ich mach erstmal... Ich schließe erstmal zu, damit keine fremden Leute reinkommen. Mal gucken, wie lange es dauert, bis es brennt. Was? Okay, warte, ich mach mal aus. Hunger! Kann ich ausmachen, verstehe. Ich soll ich dir was zu essen machen? Du kannst ja nicht Popcorn essen. Was ist denn das für eine Ernährung? Hier, ist doch ein Apfel vielleicht. Ja, probier's, dann esse ich ein Eis. Kannst du bitte mal was zu essen machen für mich? Okay, worauf hast du denn Lust? Ich werde hier gut bezahlt, ich mache dir was immer du möchtest. Ich guck dir von draußen zu, okay? Wir machen mir was Leckeres. Okay, ich mache dir was Leckeres. Hast du Lust auf, Pommes und einen Burger? Oh, Pommes klingt richtig lecker. Okay, Moment, ich zauber da kurz was. Okay, Essen ist fertig. Ich stell's dir hier hin. Ich habe auch was für mich gemacht, dann können wir zusammen essen. Ich dachte, das ist vielleicht ganz schön. Wo bist du denn? Du meintest, du bist
von draußen, aber du bist... Ha? Oder hast du mich in deinem Haus eingesperrt? Oh, nee, hier hinten ist auf. Was ist was in meinem Haus? Ich hab dein Geld geklaut! Wie jetzt? Du hast mein Geld geklaut! Schau in dein Safe, der ist offen! Hä? Wie kommst du überhaupt in mein Haus? Ich dachte, ich hab abgesperrt! Deswegen sind wir so reich, weil wir immer Geld klauen! Ja, okay, verstehe. Dann lass uns mal... Ich hab dir dein Essen gekocht. Möchtest du vielleicht erstmal essen? Und danach vielleicht ein kleines Snickerchen machen? Oh ja, Essen klingt gut. Was gibt's denn? Oh, hier, ich hab dir Burger und Pommes gemacht. Burger, ist der denn auch vegetarisch? Der ist vegetarisch, das ist ein Veggie-Burger. Yeah, Alter, ich esse doch nichts Vegetarisches. Ist ja widerlich. Aber das ist sicher gesünder für dich, oder nicht? Gesünder? Wer will denn schon gesund sein heutzutage? Ja, ich dachte, Menschen generell. Wo bist du denn schon wieder hin unterwegs? Wie viel Energie kann denn ein Kind haben? Ich will mir was Leckeres zu essen. Halt, stopp. Okay, das kann doch nicht sein. Darfst du überhaupt mit so einem Roller fahren? Das wirkt saugefährlich. Zieh dir wenigstens einen Helm auf. Ein Helm? Was? Wer braucht denn noch einen Helm? Davor wurde ich nicht gewarnt in der Babysitter-Workshop-Schule. Was ist denn das hier? Oh mein Gott. Denn hier ein Restaurant. Okay, okay. Weißt du was? Wir können dir ein Eis holen. Hast du Lust, dir ein Eis zu holen? Nee, ich will hier was Fettiges. Was Fettiges? Okay, verstehe. Zack. Okay, kein Problem. Wir können dir holen, worauf auch immer du Lust hast. Deine Mama bezahlt mich gut. Okay, ich hätte gerne ein Bier. Was? Nein. Ich hätte gerne ein Bier. Nein, 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 nein. Wieso nein? Nein, du kriegst kein Bier. Wieso krieg ich kein Bier? Weil du keine Ahnung, wie alt bist du? 18. 18. Ja. Du bist 18. Ich bin 18, ja. Siehst nicht aus wie 18. Doch, ich bin 18. Ich glaube nicht, dass du 18 bist. Ich glaube, du bist, keine Ahnung, du bist 5. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich bin 18. Ich dachte, du hast keine Munition mehr. Wo hast du die denn schon wieder hergeklaut? Ja, hab ich gefunden. Ist deinem Safe. Warte, wo bist du schon wieder hin? Nein, nein. Oh, Mama hat uns eine Limo geschickt. Steig ein. Warte, was? Hier vorne. Okay. Also okay, du fährst? Yeah, Alter, ich weiß gar nicht mehr, wo mein Haus sicher. Ist. Erinnerst das wirklich nicht sicher. Dein Haus ist direkt hier oben. Oben. Hoch, hoch, hoch. Und dann geradeaus, links, links, links. Oh mein Gott, dein Haus brennt! Was? Oh mein Gott, was hast du gemacht? Ich hab das Kaminfeuer wieder angelassen. Dein Haus löschen. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ganze Haus brennt. Okay, schnell, ich brauche einen Feuerlöscher. Feuerlöscher sind hier irgendwo hinten. Okay, ich habe einen Feuerlöscher. Ganz ruhig bleiben. Alles gut, ich lösche dein Haus. Mach dir keine Sorgen. Wäre es erstmal schlau, einen Kamin auszumachen? Setz dich vielleicht. Ja, mach den Kamin aus. Bitte mach den Kamin aus. Okay. Ist ja langweilig. So, okay, jetzt ist hier unten das Feuer gelöscht. Meinst du, oben brennt? Ich guck dir einfach zu. Ja, klar. Oh mein Gott, oben brennt alles. Das ist. Das ganze Haus ist voller Rauch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, wenn sie wieder in der Limo wegfährt hier, während ich. Okay, nee, hier du bist noch da. Okay, du kannst... Oh mein Gott, sie schläft. Sie schläft. Ich glaube, dein Computer ist jetzt kaputt übrigens. Mein Computer. Okay, hier dann noch das Bad löschen. Ja, du kannst ja nicht einfach das Haus niederbrennen. Okay. Alles gelöscht. Boah, das war knapp. Was ist, wenn die Mutter wiederkommt und sie das sieht? Dann bin ich ja hundertprozentig meinen Job los. Und da hinten brennt noch was. Da brennt noch was. Hier, wie viele Badezimmer haben die denn in diesem Haus? Er ist tot. So, alles gelöscht. Ja, dein Computer, der ist jetzt kaputt. Hallo? Hallo! Hi! Hi! Na, läuft alles gut mit meiner Tochter? Ja. Du bist ein süßer Schatz, oder? Ein Engel. Wann kommen sie denn wieder nach Hause? Warte mal, wieso lebst du überhaupt noch? Meine Tochter hat dich nicht umgebracht? Also, sie hat's versucht auf jeden Fall, aber also ich hab... Oh nein, das Haus stand wieder in Flammen. Oh, die Versicherung macht mir so einen Ärger. Ja, also haben Sie mit Ihrer Tochter denn nie irgendwie Grenzen besprochen? Nein. Okay, merkt man gar nicht. Ist toll erzogen, Ihr Kind. Danke. Okay, sie sitzt hier gerade, wir sitzen hier ganz entspannt im Whirlpool gerade. Ist alles richtig schön. Und, oh Gott, ich glaube, Ihre Tochter ertrinkt gerade. Eine Sekunde, ich rufe sie zurück. Okay. Aha! Okay. Hey, alles okay? Hey? Was? Ich schlaf doch nur. Ja, aber du kannst doch nicht unter Wasser schlafen, da erstickst du. Hä? Ich kann schlafen, wo ich will. Ich mach sogar das Licht an. Ja, erstickst du unter Wasser? Welche Farbe willst du haben? Rot. Rot ist schön, oder? Ja, rot fühlt sich warm und gemütlich an nach all dem Stress Blut. Hier. Richtig. Passt. Yes. Gut. Okay, Moment. Ich rufe nochmal kurz deine Mom zurück, wann sie jetzt wiederkommt. Das habe ich vergessen zu fragen. Hallo? Spreche ich hier mit? Hi! Hi! Wann sind Sie denn wieder da?
Ich bin doch schon längst wieder da. Sie sind schon längst wieder da? Oder soll ich ja nach Hause gehen? Ja, du kannst gehen. Super, super. Ich gebe dir nur kurz dein Geld, okay? Oh mein Gott, ja, danke. Bitte. Oh, ja. Gott sei Dank. Mama, okay, ich will nicht, dass sie geht. Ich komme vorne rein. Ich mag sie so gerne. Sie war die beste Babysitterin, die ich jemals hatte. Deine Mama ist schon drin. Du kannst drinnen mit ihr reden. Oh, ich muss mit ihr reden. Okay, oh mein Gott. Was für ein Tag. Der hat sich angefühlt wie Stunden. Es ist auch wahrscheinlich schon mitten in der Nacht. Wieso schläft denn dieses Kind nicht? Wie kann man denn so viel Energie haben als Kind? Die ist 5. Und hat die nicht in der Kita irgendwie mal, keine Ahnung, sich ausgepowert und kommt nach Hause, will was essen und dann schlafen? So ist meine normale Erfahrung. Okay, ich hoffe, ich kriege jetzt hier wenigstens viel Geld. Wann ist denn die Mutter reingekommen? Ist die mit der Limo auch gekommen? Wahrscheinlich. Hi? Hi. Hi. Ja, hier ist dein Geld. Danke, danke. Okay. Und hier ist der zweite Koffer. Noch ein zweiter Koffer? Ja, ja, hier. Okay, gut. Ich bin ja froh, dass das Haus noch steht. Ich habe den ganzen Tag gelöscht. Ich will nicht lügen. Ich habe wirklich... Sie liegt jetzt auf jeden Fall im Bett. Also gute Arbeit. Sie liegt im Bett? Ja, das war wirklich toll. Okay, das ist schön. Das freut mich. Okay, gut, dann mache ich mich auf den Weg, ne? Dann, Danke. Viel Spaß mit dem Geld. Kommst du denn morgen wieder? Das morgen bin ich krank. Schade. Okay, tschüss. Oh. Boah, was für ein anstrengender Tag. Da werde ich nie wieder hingehen. Zum Glück habe ich einen Haufen Geld verdient. So, dass ich es auch nie wieder muss. Und dann kann ich mir schön mitzuschlafen, morgen ein fancy Haus kaufen und das ganze Schicksal hier vergessen. Gute Nacht. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven Roleplay. Heute als Babysitter von verwöhnten Kindern. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal und den von der Easy, die hier friedlichsterweise mitgemacht hat. Alles klar, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.